Oh, lacka, 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 lacka. Ey, das ist ein guter Tag. Ich sag euch jetzt schon, Leute, das wird heute wieder ein guter Tag. Ich habe Mountain Dew gefunden. Nice. Ich dachte, jetzt kommt schon der Gilly oder sowas. Ja, das wäre noch krasser. Ey, die Gilly habe ich schon richtig lange nicht mehr gefunden, ne? Was ist denn hier eigentlich mit der Kirche? Warum ist denn die abgebrannt? Das ist neu in dem Mod, also seit dem letzten Update. Aber jetzt kommt bald 1.7.7 Update, ne? Boah, das wird krass. Da kommt ein Passagierflugzeug und so. Boah, muss ich euch mal, müsst ihr euch durchlesen auf der Seite. Da gibt es bald ein Video. Mit so einem Passagierflugzeug hier auf der Map, was abstürzt, da ist irgendwas krasses. Mountain Dew ist einfach super selten. Das ist besonders. Die hat seltenere Drop-Chance als eine DMR oder Gilly. So, oder umgekehrt, oder was auch immer. What mod is this? This mod is DayZ Origins. You can download it using the DayZ Commander. It's a very popular mod. The most popular mod in Days, I guess. Der Schlachtruf für die Mesiro Army, das ist etwas, was euch auffallen wird. Werdet ihr gleich im Chat sehen. Der Nightbot ruft das. Mein Lieblings... Wo waren wir stehen geblieben? Mein Lieblings Ben und Jerry's Eis ist... Cookie Duff, oder? Cookie Duff, ist das mit den... Mit dem weißen Plätzchenteig und Vanille, ne? Das ist mein Lieblingseis. Also ich mag nicht, da gibt's noch eins mit so schwarzen Plätzchenteig dabei. Also schwarze Plätzchen. Das mag ich nicht so, weil ich mag diese schwarzen Plätzchen. Die sind so klumpig. So. Das mag ich nicht. Ich mag Cookie Duff. Das ist mein Lieblingseis. So. Habe ich mir direkt davon... Bist du das? Ja, ich schieße hier. Nein, bist du hier am Hafen? Nein, nein. Oh, der hat eine DMA? Was? Ha! 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 Oh. What the fuck is going on here? Da war noch einer mit dem Gilly. Ah, auch noch eine DMR. Ja, auch eine DMR. Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Ich war da ganz in Ruhe, alleine in der Fire-Dings-Station da drin. Auf einmal kommen hier 20 Leute aus den Ecken gekrochen und... Oh. Was steht heute in meinem Titel? Mehr Spaß, epische Momente und legendäre Fails findest du nirgendwo. Ich glaube, da haben wir heute recht gehabt. Hei, hei, hei. In der Fire Station ist leider nichts. Also da ist noch einer unten in der Stadt, da im Hafen, da mit einer Gilly noch. Boah. Ah, fuck. Liebe Zuschauer, es wird außerdem, habe ich jetzt einen neuen Plan. Das ist ein neuer Plan für unseren Stream, beziehungsweise für unseren YouTube-Kanal. Lustige, geile Tage werden wir von nun an ausgewählte, nicht jeden Tag, sondern ausgewählte Tage, laden wir in 15-Minuten-Parts als Live-Let's Play auf YouTube. Was haltet ihr davon? Ist das eine coole Idee oder ist das scheiße? Was meint ihr? Dann hat man nämlich auch für die Leute, es gibt ja richtig viele bei uns, die können nicht jeden Tag zuschauen. Die haben nämlich gar keine Zeit. Nachmittags. Manche gehen nachmittags arbeiten, manche sind mit der Freundin irgendwo Schuhe kaufen und so weiter und so fort. Aber einige von den Leuten, die können halt nur nachts oder vormittags oder so Videos gucken. Und einige wollen halt eben in 15-Minuten-Parts dann also das so aufteilen und das dann in Let's Play machen. Weil eigentlich mache ich ja, was ich den ganzen Tag tue hier, auch mit MikWizard und den anderen, Let's Playen. Genau wie alle anderen Let's Player auf YouTube auch. Nur ich mache das halt live mit euch. Und ich kann mit euch reden, mit euch interagieren, quatschen, Spaß haben. So. Und das wollen wir auch machen. Einfach nur als 15-Minuten-Casts ausgewählte Tage aussuchen, nicht jeden Tag. Weil überleg mal, einen Tag, wo ich streame, 6 Stunden. 6 Stunden am Tag streame ich. Ja? Das ist für einen Let's Player auf YouTube, sind das 24 Videos.
Müsst ihr euch mal vor Augen halten. 24 Videos. Allerdings muss ich euch dazu sagen, hat das Ganze einen kleinen Nachteil. Ich glaube aber, den könnt ihr verkraften. Ich brauche gar keinen Speicherplatz, Extremo. Ich mache das alles ohne... Ich lade das, während ich streame, direkt auf YouTube hoch. Gleichzeitig. Auf Twitch und YouTube. Und bei YouTube automatisch teile ich das in Parts. Easy peasy. Alles nebenbei. Gar keine... Ich habe null Arbeit dabei. Das ist der Vorteil. Und so machen wir das. Gute, ausgewählte Aufnahmen, wo wir sehr viel spielen, mit euch quatschen und so weiter und so fort, kommen auf YouTube, aber auch nur gute Tage. Es gibt ja Tage, wo einfach mal schlechte Laune ist, wo wir verschiedene Spiele spielen oder wo, weiß ich nicht, wo alles schief läuft, wo Lags sind oder was auch immer. Das lassen wir weg. Wir nehmen die guten Tage, die laden wir hoch und dann haben die Leute, wenn sie Langeweile haben oder wir mal gerade auch mal nicht streamen können, was zu gucken. Ist doch geil. Und dann kommen automatisch 2 Videos pro Tag. Das ist unser Plan. Monsieur My Life Masterplan. Video dazu kommt auf YouTube, wo ich nochmal alles genau erklären werde. Kommt jetzt die Tage. Wo waren der mit der Adim, ja? Die waren beide unten an der Police Station. Alles klar. Das ist eine gute Idee. Ja, es gibt einen Nachteil, den muss ich gleich erklären, sofort noch. Was ich dazu sagen wollte. Wenn wir das machen, dann nehmen wir die Tage wie zum Beispiel gestern. Gestern fand ich, war ein super geiler Tag. Und ihr müsst euch mal überlegen, wisst ihr noch vorgestern am Sonntag, das war auch ein guter Tag. Das sind so 2 Tage, die ich jetzt im Kopf hatte, wo ich mir das überlegt habe. Weil ich schneide ja meine Videos immer, wisst ihr ja. So, und ich schneide immer kurze Videos, weil ich mag es nicht, ich weiß nicht, ob ihr so Leute seid, ich bin jemand, ich mag es nicht, YouTube-Videos zu gucken, die irgendwie eine halbe Stunde gehen. Das ist mir zu lange. Ich möchte meine Videos kurz und knackig in einem Video haben. Deswegen sind auch meine Tutorials, versuche ich immer so ganz kurz zu machen und lass alles Unwichtige beiseite. Und wenn es falsch ist, schneide ich lieber nochmal. So, das Problem nun mal ist, wo bin ich denn jetzt? Das Problem ist nun mal eben. Mein Gott, hab mich verlaufen. Das. So, jetzt rede ich aus. Nun, dann gucken wir mal, ob ich sie kriege. Das Problem ist jetzt nun mal, an dem Sonntag, wo wir in Sektor B waren, wir waren ja da unterwegs mit Sneaky Mode, mit dem Helikopter, wir haben den 51-Sekunden-Rekord gebrochen. Und so weiter und so fort. Wir haben ja viele Sachen gemacht. Das alles in ein Video zu packen, da würde das Video über eine Stunde gehen. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich das auch nicht alles schneiden will in kleine Videos, verschiedene, ist ja voll viel Unsinn, machen wir das so. Ich lade die Highlights, die kommen hoch auf YouTube, geschnitten. Aber damit die Leute auch mal sehen, wie es drumherum läuft, lade ich alles in 15 Minuten Parts nochmal extra hoch. Und da kann auch keiner sagen, oh, das ist gestellt oder sonst irgendwas oder gefaked, der Countdown oder sonst was. Dann können sie nämlich alle sehen, aha, guck mal hier, das hat er wirklich live gemacht und hier ist die Aufnahme, da kannst du nochmal nachgucken. Das war so der Plan hinter der ganzen Geschichte. Ne? Weil, guck mal, in Sektor B, wir sind ja da so zum Beispiel mit dem Helikopter so durch die Dinger geflogen da oder Sneaky Mode von einem Gebäude zum nächsten oder wo ich übers Feld gekrochen bin und dann die Waffe holen wollte und wir total gefailt sind. Das sind alles Videos, die hätten wir doch einfach hochladen können und die Leute, die werde ich auch nie schneiden, das schneide ich halt gar nicht erst. So, und das machen wir dann in einem Let's Play zusammen. Danke, Snip. Also will ich den Neidern beweisen, dass ich es drauf habe? Nein. Ich möchte meinen großen E-Penis noch weiter auf den Tisch klatschen. Nee, ich möchte einfach, so gesehen,
ich habe mir gedacht, guck mal, ich mache Let's Plays und beziehungsweise mache das Ganze live und es ist viel lustiger, finde ich, weil ich gucke keine Let's, muss ich dazu sagen, ich gucke keine Let's Plays auf YouTube, gucke ich nie, niemals. Das Einzige ist, was ich in Let's Play gucke, ist dann, wenn ein Spiel da ist, was mich interessiert, aber ich nicht weiß, ob ich es holen soll, dann gucke ich. Dann gucke ich ein Let's Play. Aber auch nur durchspulen. Um zu sehen, aha, ist cool, ist nicht cool. Kaufe ich mir, kaufe ich nicht, streame ich selber, streame ich nicht selber. Ende. Dann ist cool, dann gucke ich ein Let's Play, sonst gar nicht. So. Aber wenn ich mal welche Let's Plays gucke, die meisten sind relativ, die meisten, ich möchte nicht sagen, dass alle langweilig sind. Oder eure, dass die Leute, die ihr gerne guckt, langweilig sind. Nein. Aber es gibt sehr viele, die sind rotzelangweilig. Und ich finde dann gerade das, wo wir hier mit euch quatschen, wo wir hier die epischste Scheiße erleben, das ist viel lustiger manchmal, als diese normalen, langweiligen Let's Plays. Und darum habe ich gedacht, ich mache ja keine Let's Plays, sondern ich mache Live-Let's Plays. Und die lade ich hoch. Live-Let's Play DayZ Origins. Teil 1 bis 16 habe ich schon hochgeladen. Und wenn das hier alles fertig ist, werden das insgesamt 70 Parts habe ich vorbereitet, jetzt schon. 70 Stück. So, 70 Parts, Let's Play. Schon fertig. Das heißt für mich 2 Wochen Urlaub. Nein, aber ihr wisst, worum es geht, ja? Also es ist dann im Grunde genommen so, dass ich gar keine Arbeit dadurch habe und immerhin weiter noch genauso viel streamen kann wie jetzt. Da kommt kein Nachteil auf euch zu oder so. Und wir haben gleichzeitig mehr für YouTube. Geht deine Leiste nicht. Also eine Double-Win Situation. Doppel-Win eigentlich. Ihr habt mehr Videos. Ich habe mehr Zeit. Kann mehr streamen. Ja, alles cool. Rust. Avalos steht da oben, meine Damen und Herren. Danke an den lieben Avalos. Der liebe Avalos hat uns heute 50 Euro gespendet. Vielen lieben Dank, Avalos. Daumen hoch für die von der Mysterio Army, für die Mysterio Army, für alle. Ihr wisst ja, Geld, was ihr hier spendet, geht in Giveaways oder eben Hardware bzw. Streaming-Klamotten. Ich brauche ja zum Beispiel, wenn ich wieder mit XSplit demnächst streamen muss, dann eine Lizenz und so viel und so weiter. Neue Games und so ein Shit. Wir brauchen das ja alle. Ne? Was heißt nur? Ich bitte dich. Selbst wenn man nur 1 Euro spendet, ist das genug. Das ist meine Devise. Jedes Zeichen an Support unterstütze ich. Egal. Und 50 Euro sind viel. Sehr viel in meinen Augen. Hey, Deathly Pain, alter Räuber. Das heißt muss, ich muss noch nicht, aber ich kann euch dazu jetzt noch nichts sagen. Falls irgendwann werde ich es tun, das werdet ihr gar nicht merken wahrscheinlich, wenn ich mit XSplit streamen werde. Ich bin mir recht sicher, dass ihr das nicht merken werdet, aber dann werde ich es wieder tun, vielleicht. Aber ist jetzt auch egal. So, jetzt kommen wir noch zum Nachteil von den Live-Let's Plays, meine Damen und Herren. Ich glaube nicht, dass es für jeden ein Nachteil ist, aber ich befürchte, für einige wird es einer sein. Für mich selber ist es auch ein kleiner Nachteil. Was heißt klein? Eigentlich schon ein großer Nachteil für mich. Der Nachteil an den Live-Let's Plays ist folgender. Und zwar kennt ihr ja YouTube und ihr kennt ja die GEMA. Twitch zahlt GEMA-Gebühren, YouTube nicht. Ich darf hier Musik hören. Kein Problem. Jede Musik, egal, auch Copyright-Musik darf ich hier hören.